Die Bundesliga meldet sich zurück aus der Winterpause. Borussia Mönchengladbach nach der Hinrunde überraschend auf Platz 2 und gleich im ersten Pflichtspiel des Jahres richtig gefordert. Zu Gast beim Tabellenfünften aus Gelsenkirchen. Ich glaube, dass es für uns erstmal darum geht, dass wir jetzt reinfinden. Ich denke, dass wir uns über die Hinrunde eine gute Basis geschaffen haben für all das, was kommt. Und das steht, also das verlieren wir ja auch nicht, die Basis verlieren wir nicht. Und trotzdem bedeutet das für uns natürlich, dass die Saison noch nicht zu Ende ist, sondern wir wollen jetzt natürlich dranbleiben, wollen weiter Ergebnisse holen, wollen ordentlichen Fußball spielen, das immer Voraussetzung für Ergebnisse dann auch ist. Und natürlich dann die Saison erfolgreich zu Ende spielen. Eine Aussage, die viel Interpretationsspielraum lässt. Gladbach ambitioniert. Wir rechnen uns da schon einiges aus. Wir nehmen uns viel vor. Jeder weiß, wenn du jetzt darauf wartest, dass ich ein plakatives Ziel rausknalle, dass das nicht so unser Thema ist. Ich kann es immer wieder nur sagen, wir wollen erfolgreich sein und das bedeutet, dass wir Spiele gewinnen. Europa bleibt für Mönchengladbach und da werde ich nicht müde, es zu sagen, was Außergewöhnliches. Champions League wäre wie eine deutsche Meisterschaft, Europa League wäre ein großartiges Ergebnis, was wir erzielen könnten am Ende einer Saison. Wir haben jetzt die Hälfte gespielt, wir haben uns eine sehr herausragende Ausgangslage geschaffen, auch gegen Vereine, die eigentlich von Natur her weit vor uns stehen müssten. Mönchengladbach spielte mit 35 Punkten die beste Hinrunde seit 43 Jahren. Damals wurde man letztmals deutscher Meister. So weit will man aber noch nicht in die Zukunft blicken. Erstmal geht es nur um einen guten Rückrundenstart.